Wir wollen Ihnen heute eine Studie präsentieren, die sich mit den Effizienzpotenzialen unseres Sozialversicherungssystems beschäftigt. Diese Frage beschäftigt ja insbesondere seit dem Sommer des Vorjahres Politik und Medien. Und daher wollen wir mit dieser Studie heute zu einer faktenbasierten Diskussion einen Beitrag leisten. Es geht, wie gesagt, um Fakten und es geht um ein sehr wichtiges System in diesem Land. Es geht um die Stabilität, auch um dieses System in diesem Land. Warum tun wir das? Wir sehen uns aus insbesondere zwei Gründen dazu veranlasst. Das eine ist die Ausgabensituation im Bereich soziale Sicherheit und Österreich gibt derzeit etwa 30% des BIPs für diesen Bereich insgesamt aus. Damit liegen wir innerhalb der Europäischen Union an vierter Stelle. Ja, es sind in allen europäischen Staaten die Ausgabenblöcke für diesen Bereich die höchsten, jeweils in den Budgets. Wir in Österreich geben konkret aus für soziale Sicherheit 21,7% des BIP, ist bei weitem der größte Ausgabenposten im Budget, und für den Gesundheitsbereich weitere 8% und liegen damit eben bei diesen knapp 29,7%. Vielleicht nur ein kleiner Vergleich dazu, was geben wir aus im Bereich Bildung? Das sind 5% des BIP. Also hier haben wir durchaus einen doch erheblichen, eine erhebliche Differenz. Und der zweite Punkt, warum wir uns veranlasst sehen, hier einen Beitrag zur Diskussion zu leisten, ist, dass die österreichischen Unternehmen mehr als 32 Milliarden Euro pro Jahr für die sozialen Töpfe sozusagen leisten, also in die sozialen Töpfe einzahlen. Und das sind immerhin 64% der Gesamtmittel in diesem Bereich. Daher, und damit tragen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur den Löwenanteil für die Leistungen aus diesem System, sondern sie unterstützen de facto auch noch kostenlos große Teile der Abwicklung, indem sie kostenlos zum Beispiel die Lohnverrechnung machen und auch die Abfuhr der Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkassen machen. Und damit sehen wir uns einerseits als Verantwortungsträger im Rahmen der Selbstverwaltung im Sozialversicherungswesen, aber insbesondere natürlich auch als Interessenvertreter der österreichischen Wirtschaft schon veranlasst, dafür zu sorgen, dass mit den Mitteln effizient und effektiv umgegangen wird und dass dieses System durchaus nicht zum, möchte fast sagen, Spielball der Politik wird, sondern dass wir uns auf eine objektive und faktenbasierte Weiterentwicklung sozusagen einlassen. Wir wollen, dass das System und die Leistungen für die Versicherten bestmöglich auch in der Zukunft gewährleistet bleiben. Und wir haben daher eben das Schweizer Beratungsunternehmen Calm, ein Spin-off der Universität St. Gallen, eingeladen, die unser Sozialversicherungssystem in Richtung Effizienz zu analysieren. Und damit haben wir zusätzlich zur innerstaatlichen Expertise, die ja durchaus absolut bestens vorhanden ist, eine Expertise von jemandem, der nicht aus dem historisch gewachsenen innerstaatlichen Strukturen sozusagen herkommt und daraus Ableitungen trifft, sondern eben seine eigene Expertise trifft, sozusagen den Blick von außen auf unser System wirft. Und ich darf daher, bevor ich jetzt das Wort an Professor Dr. Wolter weitergebe, noch ganz klar formulieren, was sind denn die Ziele für uns. Ja? Die Ziele sind, ich habe schon erwähnt, die Stabilität des Sozialversicherungssystems, weil dieses System ein ganz wesentlicher Faktor auch des sozialen Friedens in diesem Lande ist. Das sollten wir und wollen wir natürlich absolut nicht gefährden. Und für uns steht im Mittelpunkt der Versicherte. Es soll von jedem Beitragseuro für das System möglichst viel beim Versicherten ankommen und nicht möglicherweise in Verwaltungsstrukturen hängen bleiben.